direkt nach dem Krieg und in den 50ern, 60er Jahren war es keine wissenschaftliche Fragestellung, woher kommen die Dinge im Museum, sondern es war eine Frage von Aufarbeitung und von Entschädigung, sogenannter Wiedergutmachung. Was aber neu ist in dem Zusammenhang Herkunftsforschung, ist halt auch die Frage nach Alltagsgegenständen. Und von daher ist die Herkunft der Dinge, die wir heute untersuchen, unabhängig vom Wert. Woher kamen die eigentlich?